Hallo, Servus und Grüß Gott. Ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Video gemacht gehabt zum Cashfuchs 24. Das war das Video, wo ich extra darauf geachtet habe, dass ich Unterlagen zugesendet bekomme und die dann auch im Video gezeigt habe. Im Video habe ich dann auch gezeigt, dass man sich gar nicht abmelden kann bei der E-Mail-Adresse, die vom Cashfuchs 24 angegeben wurde. Weil nämlich der Cash.24 von ihm, dem Cashfuchs, gar nicht gesichert wurde. Also als Domain. Ich habe mir dann den Spaß erlaubt und habe mir diese Domain gesichert und habe natürlich auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und zwar genau die E-Mail-Adresse, die der Cashfuchs24 in seinen Unterlagen angegeben hat, wohin man schreiben könnte, um zu kündigen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, manche Leute stellen sich ja die Frage, warum machen die hier diese Videos? Ganz einfach. Ich für meinen Teil möchte Leute davor warnen, dass sie auf solche Betrügereien reinfallen. Und wenn ich nur einem helfen kann, hat sich das Video schon rentiert. In dem Fall vom Cashfuchs kann ich mittlerweile sagen, dass über 30 E-Mails bei mir im Postfach gelandet sind. Ich habe allen zurückgeschrieben und habe allen vermittelt, dass sie bitte zur Polizei gehen sollen und eine Anzeige erstatten sollen gegen den Cashfuchs 24. Und bei über 30 Mails, die ich gekriegt habe, und das Video ist jetzt ja 1,5 Monate sowas online. Das heißt, fast jeden Tag eine Mail in meinem Postfach. Das heißt, wenn von diesen 30 Leuten, die ich dann geschrieben habe, nur 25 reagieren und wirklich kündigen, dann muss ich sagen, habe ich 25 Leute, aber ich glaube, alle haben darauf reagiert, habe ich sehr viele Leute davor bewahren können, dem Cashfunks 24 das Geld in den Rachen zu werfen. Ich habe mir dann natürlich auch noch den Spaß erlaubt, weil ich war ja noch mit der Heidrun Halbritter angemeldet und habe nachher E-Mails geschrieben an den Cashfuchs, weil ich wollte ja wissen, woher haben die meine Daten und so weiter und so fort. Und natürlich wollte ich pflichtgemäß und ordnungsgemäß in dem Zeitraum kündigen. Ich habe dann in die E-Mails auch gesagt, dass ich darauf bestehe, dass mir zwecks Datenschutz gemeldet wird, woher meine Daten kommen. Und dass meine Daten gelöscht werden. Das habe ich zweimal per E-Mail geschrieben. Dann habe ich eine Antwort bekommen von einem Mitarbeiter vom Cashfuchs. Die war schon frech, diese Antwort. Ich blende die hier mal ein. Also der bestätigt mir eigentlich maximal die Kündigung und sagt mir dann aber, dass ich eigentlich zu blöd bin, die großen Vorteile des Cashfuchses zu verstehen. Und ich nur deswegen kündige. Auf die Datenschutzsachen geht der gar nicht ein. Daraufhin habe ich dann nochmal eine Mail geschrieben mit den Datenschutzrichtlinien. Da kam keine Antwort mehr. Die einzige Antwort, die kam, war die hier. Die haben meine E-Mail-Adresse auf eine Sperrliste für Spam setzen lassen. Ja, ich habe das natürlich dann wieder entsperrt. Und habe mir dann den Spaß erlaubt, beim Cashfuchs anzurufen. Weil wenn die bei mir anrufen, kann ich ja bei denen anrufen. Und einfach mal Folgendes. Warum soll es eigentlich nicht funktionieren, wenn die mich anrufen und ich angeblich einen Vertrag am Telefon abschließe? Warum sollte es eigentlich nicht gehen, dass wenn ich bei denen anrufe, ich den Vertrag auch am Telefon stornieren kann? Also eine Vertragsannahme funktioniert mit dem Telefon. Da muss doch eigentlich ja die Stornierung funktionieren, oder? Das ist das eine Gespräch, das ich als vorspiele. Und dann habe ich noch ein paar Gespräche geführt mit dem Cashfuchs, indem ich angerufen habe bei denen, weil die Mails, da hat ja keiner mehr reagiert. Und ich habe mal gefragt, was eigentlich mit meinen Daten so passiert ist. Und ein interessantes Gespräch war dabei, weil dann sagt die Mitarbeiterin tatsächlich, die Gespräche werden vom Cashfuchs aufgezeichnet. Und ich könnte anfordern,
diese Gesprächsnotiz, sprich diesen Gesprächsmitschnitt. Also, die gibt zu, dass der Cashfuchs die Gespräche aufzeichnet. Das ist ein starkes Stück. Ich habe natürlich dann auch die Gesprächsprotokolle, die Gesprächsnotiz, den Mitschnitt angefordert. Es ist jetzt 1,5 Wochen her. Natürlich habe ich nichts bekommen, die haben nichts geschickt und deshalb habe ich jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich meine Anrufe beim Cashfuchs veröffentliche. Viel Spaß mit die Anrufe. Das nochmal zum Cashfuchs 24.de. Viel Spaß jetzt bei die Telefonate. Servus, pfiat euch. Ja, schönen guten Tag, wie darf ich Ihnen weiterhelfen? Ja, guten Tag, mein Name ist Halbitter. Ja. Es geht um einen Widerruf. Ja, sagen Sie mal Ihre Kundennummer bitte einmal. Ja, Moment, das Ja. ist die 70. Moment. Oh, warten Sie kurz. Einen kleinen Augenblick. So, Moment. So, jetzt 70. 5, Ja. 5. 55. Ja. Oh, ja. Halbbitter? Genau. Ja. Widerruf möchten Sie machen? Genau, und das mache ich genau so, wie der Vertrag zustande gekommen ist. Ich sage das jetzt einfach am Telefon. Nee, Sie müssen Doch, das das mache ich jetzt einfach am nicht. Telefon. Hallo, das Ja, mache ich ich jetzt. lege gleich Hallo, lass auf. mich mal ausreden. Ja, servus. Ich hätte mal eine Frage und zwar zu meiner Kundennummer. Ja, sagen Sie mal. Das ist die 702. Warten Sie kurz einen Moment. Nein, Moment. So, 70. Haben Bitte Sie schön. den Datensatz? Ja, habe ich. Warum? Wie, warum? Warum ist der Datensatz noch vorhanden? Wie bitte? Ja. Also, Verstehe ich nicht. ich Sie habe schon vor sind. einiger Zeit bei Ihrem Mitarbeiter 2, Halbbitter? ja, genau, ich habe bei einem Ja? Mitarbeiter 2 darum gebeten, dass ich Auskunft zum Datenschutz erhalte. Ich habe nichts erhalten und zudem habe ich Wie in meinem Datenschutz? Schreiben Also warten Sie geschrieben, mal lassen Sie ganz mich halt schnell kurz. ausreden und dann lasse ich Sie Nee, reden. Machen wir nee, so. nee, Und danach habe ich nee, gefordert, doch, doch, und danach habe ich gefordert, dass meine nee. Daten zu löschen sind. Doch. Also ganz kurz. Erstmal sind Sie hier nicht irgendein Verein, ja? Ich bin Zweitens, eine Ihre Daten sind in Privatperson, der. die Recht auf Datenschutz Ganz. hat. Stopp, stopp, stopp. Sie haben doch mir auch ins Wort gesprochen, oder? Nee, ganz Ist kurz. unangenehm, gell? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin derjenige, der anruft und Sie haben meine Ja, Kundennummer aber gerade wer. erhalten. Ich bin Nee, der wer sind. Wer Halbitter. sind. Ja, gut. Und Ja. die Dame ist Frau Heidrun Halbitter. Na, das ist der Herr Heidrun Halbitter, der eingetragen ist mit 2 N. Und ich hatte Kontakt mit Ihrem Ja? Mitarbeiter 2 und ich habe darum gebeten, Was dass heißt mir. denn Mitarbeiter 2? Ja, der hat sich halt Mitarbeiter 2 genannt in der E-Mail. Keine Ahnung, wie der Clown heißt. Auf jeden Fall habe ich darum gebeten, dass ich Ja. Informationen zum Datenschutz erhalte. Und zwar bis zum Was für ein 8.4. Datenschutz, lieber Herr? Liebe Frau, Datenschutz, Also kennen Sie ganz das? kurz, Kennen sage Sie ich Ihnen den? mal was. Ja, was Sie jetzt? sind, Darf ich hier nee, Sie sprechen hören oder gar, nicht? nee, Ja. ich, nee, ich höre Ihnen gar nicht zu. Ja, das ist mir schon klar. Ja, weil Sie Blödsinn quatschen. Ah ja, wieso? So, ja, jetzt erkläre ich Ihnen mal etwas. Wenn Sie, was denken Sie denn, was wir hier sind? Sagen wir, was Weil nur mal glauben so denn eine Sie, wer Sie Info. sind? Sie machen Ja. zunächst einen unerlaubten Werbeanruf. Dann drehen Sie Machen wir mir nicht. irgendwas am Telefon Hallo, an und dann stopp. schicken Ich Sie sehe mir genau, da sind irgendwelche Sie echt so Unterlagen dumm. und das widerspricht dem Datenschutz. Oh, Die erzählen Sie nicht so Quatsch. Datenschutzgrundverordnung. Jetzt, Ich möchte oh wissen, ja, woher Ihr nee. Unternehmen meine Daten hat und diesen Auskunfts. Hören Sie mich noch? Oder haben Sie schon aufgelegt? Hallo? 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 Hallo. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Bitte schön. Ich gebe Ihnen mal schnell meine Kundennummer. Weil leider hat die nette Dame vorhin aufgelegt. Ja, sagen Sie mal, bitte schön. Ja, das ist die Sie. Ja. Halbitter? Ja, genau.
gut, bitteschön. Da war jetzt vorher meine Frage. Sie haben den Datensatz vor sich, oder? Inwiefern, was für ein Datensatz? Ja, zu der Kundennummer. Den Namen und sowas haben Sie ja vor sich jetzt, oder? Heidrun, Halbetal. Genau, meine Frage dazu war vorhin bei einer Dame, aber die hat dann aufgelegt. Warum ist dieser Datensatz noch vorhanden? Weil Sie ein Kunde sind. Noch. Nein, ich bin kein Kunde und ich hatte dem Mitarbeiter 2, der hat sich halt Mitarbeiter 2, da steht Tobias Polter, geschrieben, dass ich Auskunft haben möchte, gemäß Artikel 15 Absatz 1 DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Lassen Sie mich schnell fertig reden und dann lasse ich Sie sprechen. Das ist ganz normale, gepflegte Gesprächskultur. Und darum hatte ich gebeten bzw. aufgefordert, dass meine Daten umgehend gelöscht werden und ich auch Auskunft, lassen Sie mich erst ausreden, und ich auch unbedingt Auskunft darüber haben möchte, woher Ihre Firma meine Daten hat oder hatte. So, und jetzt bin ich mit meinem Satz fertig und jetzt dürfen Sie sprechen. Ganz kurz, erstmal wurden Sie angerufen. Ihre Daten haben Sie selber per Telefon angegeben? Nein, habe ich nicht. Haben Sie wohl? Nein, habe ich nicht. Ganz kurz, die Gespräche wurden aufgezeichnet. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Oh, das ist aber interessant. Sie haben das Gespräch aufgezeichnet. Sie wurden auch vorher gefragt. Das komplette Gespräch haben Sie aufgezeichnet. Ganz genau, das Gespräch. Sehr schön. Anzeige geht raus. Ach, es ist nämlich so Quatsch. Nochmal. Sie fordern bitte das Gespräch, was Sie geführt haben, Herr Halbitter, Sie, können Sie per Voicemail, per E-Mail anfordern, ja? Dann können Sie sich selber reden hören, was Sie angegeben haben, ja? Weil Sie wurden nämlich angerufen. Sie wurden angerufen. Genau, und um diesen Anruf geht's. Woher hatten Sie? Jetzt erkläre ich mal was. Wenn Sie im Internet irgendwo was bestellen... Ach komm, jetzt reden Sie keinen Quatsch, verdammt nochmal. Sie haben diese Daten irgendwo gekauft und verwenden diese Daten. Und das ist nicht gesetzeskonform.